So, damit wieder hallo und willkommen zurück zu einem wunderbaren neuen Video hier auf meinem Channel. Heute einem Let's Play, auf das ich mich so derbe gefreut hat. Nämlich legen wir endlich los mit dem neuen Gran Turismo Ableger mit Gran Turismo 7. Ja, es ist endlich soweit. Wir dürfen endlich loslegen. Ja, es war eine lange Wartezeit, mal wieder ein richtiges, ich sag mal, Singleplayer Gran Turismo zu bekommen. Klar, ich weiß, Gran Turismo Sport hat ein Update bekommen, das ist mir bewusst. Aber an die Erfahrungen von Gran Turismo 4, 5 und 6, die ich damals wirklich brutal viel gesuchtet habe, privat, kam Gran Turismo Sport nicht ran. Obwohl der Multiplayer-Modus natürlich brutal gut ist und den haben wir ja hier auch in Gran Turismo 7 drin. Also dementsprechend dürfte das hier ein wunderbares Wunderpaket der schönsten Gran Turismo Sachen sein, also geiler Singleplayer, geiler Multiplayer, ich habe richtig der Bock drauf. Ich muss nur sagen, es war der Grund für mich damals die PS5 zu kaufen. Ich habe mir damals direkt so zeitnah wie möglich zum Release die PS5 holen wollen, um natürlich mit Gran Turismo 7 dann loszulegen, wenn es rauskommt. Gut, dann ist die PS5 dann zwischenzeitlich zur Deko bei mir geworden, weil dann eben Gran Turismo 7 verschoben worden ist, aber jetzt ist es endlich soweit, ich habe Bock. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich werde euch mit Streams und Videos in der nächsten Zeit böse um die Ohren pfeffern. Es tut mir jetzt schon leid, aber ja, ihr müsst leider an der Sucht und dem Hype, den ich zu dem Spiel habe, leider jetzt mit dran mithalten. Also das tragen wir hier zusammen durch oder gar nicht. Also dementsprechend, wisst ihr Bescheid, gibt es jetzt in Zukunft ein bisschen Content und wir legen los. Und ich bin, glaube ich, auch einer der wenigen Creator, die das Spiel jetzt mal mit dem Controller zocken, weil ich habe zwar ein Lenkrad, mein Fanatec, aber die CS Elite Base ist leider schon so alt, dass sie nur mit Xbox und PC zusammen funktioniert. Also leider, ja, kann ich sie nicht an der PlayStation nutzen. Und ich habe sonst noch ein Logitech-Wheel und das finde ich aber, ja, das reizt mich bei dem Spiel jetzt nicht so sehr. Dementsprechend sind wir hier schön mit dem neuen Controller der PS5 aktiv. Und das dürfte jetzt auch nicht unbedingt ein schlechtes Erlebnis werden, weil natürlich Gran Turismo 7 ist ja auf diesen Controller optimiert worden. Heißt dementsprechend, die Vibrationsmotoren und vor allem auch die Trigger sind eben an das Spiel angepasst. Das bei Reifenverschleißen sowas und bei ABS, dies, das, das im Trigger merkbar ist. Ich bin sehr gespannt. Ich habe bisher den Controller so nur bei Shootern groß ausprobieren können. Und da war schon sehr erstaunlich, wie viel krass Widerstand so ein Trigger entwickeln kann. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Jungs das hier bei Ponyphone und Digital gelöst haben. Genug gequatscht, ich will loslegen, wir wollen alle loslegen. Ich hab Bock, ich bin heiß, ab geht's. Wir gehen rein in Gran Turismo 7, dementsprechend. Thank you.
Alter, what the fuck war das für ein Intro? Junge, mir stehen alle Haare auf. Alter, boah, hab ich Bock. Ah, ey, das gibt mir so Gran Turismo 4-Vibes von früher wieder. Es ist da, ich bin verliebt. Ah, die Gran Turismo-Intros sind immer was ganz Eigenes. Aber, ah, wie geil war das bitte? Boah, ich hab richtig Bock. Was ich natürlich auch sagen muss, der Übergang von diesem Taycan in der Fabrik zu dem Taycan auf der Rennstrecke, das war schon... Erstmal das Mikro umklatschen dafür. So geil, so sehr freue ich mich drauf, dass ich hier das Mikro aus dem Leben räume. Das war schon, geil. Oh, hab ich Bock drauf. Hallo, Sarah. Hallo, Sie müssen LP05 sein. Sind Sie bereit für ein neues Abenteuer? Ja. Mein Puls sagt auf jeden Fall, ich bin bereit fürs Kranke. Ich meine, ja, Abenteuer. Schön, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Sarah. Ich bin Ihr Guide in dieser Welt von Gran Turismo. Zunächst möchte ich Sie etwas fragen. Sarah, ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Zeitpunkt dafür ist. Ich meine, gut, waren Sie schon mal in der Welt von Gran Turismo unterwegs? Ja, ich sag mal ja, es ist eine Weile her, aber ich denke mal, ich sollte hoffentlich trotzdem nicht aufs Maul fliegen. Gut, in dieser Welt von Gran Turismo gibt es Dinge, die noch genauso sind wie früher. Und dann gibt es Dinge, die neu hinzugekommen sind. Dinge, bei denen es darum geht, schnell zu fahren und Rennen zu gewinnen, Fahrzeuge zu sammeln und etwas über die riesige Welt der Fahrzeugkultur zu lernen. Das finde ich bei Gran Turismo so geil, das Spiel zelebriert Autos und die Historie, wobei andere Spiele meist immer sagen, hier ist ein neues Auto. Have fun, Spaß, tschüss, see ya. Und das finde ich besser bei Gran Turismo, weil... Das Auto ist schon, also ist vor allem mein Leben, also das muss ich wirklich sagen. So neben YouTube ist Auto und dies und das wirklich, also nicht nur Hobby für mich, glaube ich, mittlerweile mehr. LPN05 ziehen wir los und erkunden wir die tarifliche Welt von Gran Turismo. Zuallererst benötigen Sie ein Auto. Es gibt einen Gebrauchtwagenhändler, der Autos zu günstigen Preisen anbietet. Das schauen wir uns mal an. Hier werden Sie gebraucht haben, gehen wir zum Gebrauchtwagenhändler. Okay, der ist da vorne. Wir haben 20.000 Credits, aber wir sind nicht reich. Hallo Andi, grüß dich. Hallo, Sie sind wohl zum ersten Mal hier unterwegs. Sie haben ein Auge dafür, ich sehe das schon. Mein Name ist Andi, ich bin der Besitzer dieses Autohauses. Schön, Sie kennenzulernen. Hallo Andi. Aktuell haben wir dieses Fahrzeug auf Lager. Okay, Andi, könntest du etwa einen 5-Tipp für die Wahl des ersten Autos geben? Okay, kein Problem. Wenn Sie Ihr Auto auswählen, achten Sie neben dem Aussehen und dem Preis auch auf die LP, also Leistungspunkte, würde ich mal behaupten. LP, ja, danke schön. Ich bin kurz vor dem Tutorial und gibt an, wie schnell dieses Auto ist. Die LP sind ein numerisches Wert, der als Gesamtindikator für die Schnelligkeit des Autos dient und seine Leistung, Aerodynamik, Handling und so weiter berücksichtigt. Je höher die LP, desto schneller und stärker das Auto. Da Ihr Abenteuer gerade beginnt, ist es eine gute Idee, mit einem japanischen Kleinwagen zu bringen. Jeder Mensch immer so. Fangen Sie mit einem japanischen Kleinwagen an. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Von den Autos, die wir aktuell auf Lager haben, wären diese drei. Wären das diese drei? Der Honda Fit, der Toyota Aqua und der Mazda Demio. Oder Mazda 2 müsste das bei uns in Deutschland sein. Jeder dieser Wagenautos würde gut passen. Sie können eine Auswahl hier nach LP oder Design treffen und das Auto wählen, das Ihnen gefällt. Kann ich Ihnen die Option? Kann ich, wunderbar. Ich will nämlich gerade mal ganz kurz Ton ein bisschen leiser stellen, weil ich hier ein bisschen am Rumbrüllen bin, weil das Spiel schon sehr laut ist. So, jetzt bin ich euch nicht mehr am Anbrüllen, das ist ganz angenehm. Das Spiel startet mich wirklich brutal laut und mit den In-Ears kann ich hier leider nicht direkt regeln. So, wir haben 20.000 Cash über. Nebenbei, wenn man die 25 Jahre Edition hat, bekriegt man 3 Millionen Cash. Und ich bin ganz froh, dass wir hier von, nebenbei, danke an Sony für die Bereitstellung dieser Version, dass wir das Cash nicht bekommen haben, weil... Was ich wirklich bei Gran Turismo 7 so liebe und wirklich mir bei allen Spielen eigentlich wieder wünsche, eine vernünftige Progression. Es gibt so viele Rennspiele, die einfach sagen, hier sind alle Autos, viel Spaß damit, have fun. Mach dein eigenes Spiel und so, bums. Und Gran Turismo ist halt wirklich die so, du startest unten an, arbeitest dich hoch, wenn du ein geiles Auto willst, musst du dafür arbeiten und Rennen fahren. Und das finde ich so geil. Und wir fangen hier mit einer richtigen Scheißkarre an, aber geil. Wir haben außerdem Fit-Hybrid. Der Aqua oder der Mazda. Der Mazda wäre das günstigste Auto. Der Aqua ist natürlich leistungspunktentechnisch das beste Auto. Muss man ganz klar sagen. Ich bin aber ehrlich, der Mazda Demio, beziehungsweise der Mazda 2 in unseren Kreisen, gefällt mir doch ein bisschen besser. Ich bin da, da gehe ich doch lieber nach dem Leistung, nach dem Optiktyp. Es ist ein schlechtes Auto von der Leistung, aber da können wir noch was dran machen auf Dauer. Oh, Alter, WX-Typ R, Alter. Was hier für Autos gibt beim Gebrauchtwagenhändler? Kann ich nicht ein bisschen mehr Kohle kriegen? Guck, einfach nur 16.000 mehr und ich hätte nebenbei, die kosten in Deutschland mittlerweile mehr als 36.000, schön wär's. Oh, gut. Oh. Der Preis dafür stimmt. 189.000 für den Skyline. Obwohl, Spec 2, nee, das ist auch schon wieder zu günstig. Oh, aber. Oh, der originale LP46. Es ist mal kein SV. Es ist mal der normale. Ich bin jetzt schon verliebt. Und Carrera S in dem wunderbaren Pink ist natürlich auch sexy as fuck. Aber na gut, wir nehmen den Demio, würde ich mal sagen. Zur Wunschliste hinzufügen. Ja, bitte. Ich möchte mit dem gerne zurückhalten. 217 Newtonmeter. 104 kW und da wurde ich, glaube ich, von... der Michel hatte mich darauf hingewiesen. Danke dafür nebenbei. Dass es wohl noch einen Bug in der aktuellen Version gibt. KW und PS sind vertauscht. Also, beziehungsweise wenn da KW steht, meinen sie eigentlich PS. Weil der Demio hat sicher nicht 150 PS oder sowas. Es sind 104 KW, beziehungsweise 104 PS. Also der Wagen, der dahinter steht, falsch.
So, wir gehen einfach mal auf mehr erfahren, weil wir wollen ja auch ein bisschen Story erfahren. Der Demio der vierten Generation, der 2014 sein Debüt gab, ist ja hier bekannt für seinen Dieselmotor. Der Motor ist 1,5 Liter, 43 Liter Turbo, der eigens für den Einsatz in Kleinwagen konzipiert wurde. Er leistet über 196 Newtonmeter im unteren Drehzahlbereich und macht richtig Spaß, wenn der erste in Schwung kommt. Der Radstand ist deutlich länger als der seines Vorgängers, was ihm ein beeindruckend stabiles Fahrhandling gibt. Alter, der beschreibt ihn gerade jetzt mit dem Porsche fahren. Beruhig dich doch wieder. Gut, wir kaufen den hier, komm. Einmal mitnehmen. Ab geht's. Das wird ein guter Deal sein, glaube ich. Das wird ein guter Deal sein. Oh, da ist er doch. Das fühlt sich schon so ein bisschen an wie das erste Auto kaufen damals. Sammlerstufe. Wir kriegen plus 12 Punkte. Wunderschön. Na, nächstes Ziel bei Stufe 30 gibt es eine Belohnung. Okay. In der Garage. Dankeschön. Wenn Sie ein Auto kaufen oder halten, bekommen Sie abhängig von seinem Wert, Preis oder Wert Sammlerpunkte. Okay, nice. Je mehr Sammlerpunkte Sie verdienen, desto höher fällt Ihre Sammlerstufe aus. Die Sammlerstufe spiegelt den Rang unter den Autosammlern wieder. Also besorgen Sie sich viele Autos und steigen Sie Ihre Sammlerstufe. Mache ich im Real Life auch schon so. Also alles gut. Ich kenne mich aus. Kein Thema. Sie haben also Ihr erstes Auto ausgewählt. Glückwunsch. Schön, LPN5. Das wird Ihr erstes Auto sein. Dankeschön. Soweit sind wir jetzt auch schon. Sobald Sie hier fertig sind, sollten Sie sich zur Garage geben und sich hier ein neues Auto ansehen. Gehen wir mal zurück und schauen wir mal uns unser schönes Kfz einmal an. Wo ist denn unsere Garage? Ah, das kleine Hütchen da. Alles andere so schön groß und wir haben so eine kleine Kaschemme. Na, Garage ist jetzt offen. Na, wunderbar. Okay, gehen wir zu Ihrer Garage. Das ist Ihr Garage, ein Lagerraum für Ihre Autosammlung. Ihre Zentrale, in der Sie Autos wechseln, Einstellungen ändern oder Ihre Sammlung inspizieren können. Sie können auch Tickets einlösen, die Sie in Rennen erhalten oder alle Bonusobjekte erhalten. Wenn Sie alles gesehen haben, wollen wir als nächstes zum Café gehen. Wir gehen aber mal ganz kurz hier mal kurz durch. Hier können wir Fahrzeug wechseln, hier haben wir unsere Autosammlung. Hier können wir Feintuning begehen. Okay, wir gehen erstmal die Menüs gerade durch, bevor Sie weiter ins Café gehen, würde ich sagen. Hier können Sie Ihre Fahrzeugeinstellungen ansehen. Sie können die Einstellung des Fahrzeugs ändern, das Sie gerade fahren. Wenn Sie Einstellungen ändern und Maß auswählen, können Sie die Leistungsänderung links im Fenster sehen. Die gewählten Einstellungen können als Einstellungsseite gespeichert werden. Sobald Ihre Einstellungen auf der Einstellungsseite gespeichert sind, können Sie sie jederzeit aufrufen. Verwenden Sie die Menüschaltfläche oben rechts, um neue Seiten hinzufügen oder Seiten zu duplizieren. Okay, also wenn du halt ein Fahrzeug für bestimmte Klassen tunst, kannst du dir aber Setups tunen, dass du den auch wieder reduzieren kannst. Aber ja, 104 kW, wie gesagt, das müssten meiner Meinung nach PS sein, nicht kW, dementsprechend. Scapes können wir den noch wunderbar reinpacken. Geschenke, können wir mal reingucken. Das sind Ihre Geschenke. Wenn Sie ein Geschenk-Ticket erhalten, können Sie es gegen Objekte eintauschen, also Autos, Teile, Credits und so weiter. Ich bin gespannt, was Sie bekommen. Ich habe keine Geschenke. Cool, danke. Tuning-Teile. Willkommen bei Tuning-Teile. Sonderteile, die Sie als Geschenke erhalten haben, werden hier separat für jedes Auto aufbewahrt. Ah, okay, wir haben keine. Gut. Und Autosammlung. Das ist Ihre Autosammlung. In der Autosammlung wird jedes jemals in Ihrem Besitz befindliche Auto erfasst. Die Autosammlung präsentiert also eine Art historielle Sammlung an Fahrzeugen. Sammeln Sie viele neue Autos, um Ihre Autosammlung zu vervollständigen. Ja, wir haben jetzt bisher nur einen und das ist Mazda. Da können wir mal ganz kurz gucken. Mazda dürfte... Da gibt es aber ein bisschen Auswahl hier auf jeden Fall. Jetzt mal gucken, wo wir zum Mazda kommen. Wir haben es gleich. Gleich sind wir da, Leute. Wir haben es gleich. Machen Sie keine Sorgen. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie direkt suchen kann. Da, Mazda. Da haben wir ihn. Den Mazda Demio. Da ist er doch hier. Wunderhübsch. Ja, ein bisschen Story dabei. Das lese ich jetzt mal nicht alles durch. Wir wollen es nicht komplett übertreiben. Ist immer noch ein Mazda Demio und kein Ferrari. Aber, na gut. Wir gehen mal zurück. Wir sollen ins Café. Ein bisschen Kaffee trinken. Also, sehe ich genauso. Erstmal ein Schlückchen Kaffee. Sehe ich genauso. Erstmal einen Schluck da drauf. Ich bin so hyped, ne? Ich weiß nicht, ich werde schon die nächsten Tage nicht mehr atmen, trinken und irgendwas essen, weil ich Gran Turismo spiele. Okay, gehen wir ins Café. Sarah geht direkt ran, Leute. Ich sag's euch. Ein Café für Autoenthusiasten, den Sie vielleicht interessante Leute kennen. Okay, vielleicht bin ich da doch nicht mehr hin. Ich habe eine Abneigung. Wir sind noch nebenbei kein einziges Rennen gefahren. Also doch, ein Rennen bin ich gefahren, das habt ihr nicht gesehen. Am Anfang des Spiels hat man kurz eine Music Rally, also dieses neue Feature. Aber aufgrund von Copyright habe ich das mir da mal geschenkt. Das ist ein besonderes Event, an dem sich Menschen, die Autos lieben und sogar Fahrzeugdesigner treffen. Es wird auch spezielle Menüs für Leute wie Sie geben, die diese Welt erkunden. Los, Elbert, und gehen wir hinein. Boah, ich hätte aber gerne echt einen Café, wo ich meinen Mazda Demio so geil davor parken kann. Oh, hallo, netter Name nebenbei, dir fehlt ein S, aber es ist okay. Oh, sind also LP05, Sie beginnen Ihr neues Abenteuer gerade, das ist richtig. Ich bin Luca, der Besitzer dieses wunderbaren Cafés. Wir sehen hier nicht nur Essen und Trinken, sondern auch spezielle Menübücher zur Erkundung dieser Welt. Die Menübücher enthält Tipps und Ziele, mit denen man das Auto sammeln und Rennen genießen kann. Sobald Sie ein Menübuch abschließen, halte ich das nächste für Sie bereit. Beginnen wir mit der Auswahl Ihres ersten Menübuchs. Ah, cool, dann gucken wir doch mal, was heute auf der Speisekarte ist. Sammlung japanische Kleinwagen. Okay, wir haben Sammlung Japanier. Erwerben Sie alle drei Fahrzeuge. Wir sollen noch den Aqua S, den Fit Hybrid kaufen. Und Belohnung gibt es ein Roulette-Ticket. Okay, wir gucken mal, mehr erfahren. Im ersten Menü, das ich für Sie vorbereitet habe, geht es um die Sammlung japanischer Kleinwagen. Ihr Ziel ist es, die drei im Menü angegebenen Fahrzeuge zu beschaffen. Das klingt so, als würde ich die Dinger klauen. Aber na gut. Eins und zwei besitzen Sie möglicherweise schon. Aber Ihre Arbeit ist erst getan, wenn Sie alle drei Ihr eigenen. Sie können die Autos als Belohnung für Ihre Leistung in bestimmten Weltstreckenrennen erhalten. Das orange Kompass-Symbol bringt Sie zu den Rennen, in denen Sie die benötigten Autos gewinnen können.
Kommen Sie ins Café zurück, wenn Sie alle drei Modelle haben. Ich erwarte Sie. Okay, wir starten einfach mal, würde ich mal sagen. Wir gehen mal rein. Menübuch Nummer 1. Sammlung japanische Kleinwagen. Was ist das? Es sieht grafisch und präsentationstechnisch ist Gran Turismo 7 schon ein bisschen Autoporn für Autoliebhaber. Meine Fresse, Alter, mir geht gerade richtig einer ab. Mein Gott, hab ich Bock. Ich hatte letztens wieder ein Spiel, wo ich so motiviert bin, endlich mal. Es ist wieder mal nicht was Neues, aber mal seit langem mal wieder ein Gran Turismo Singleplayer, ne? Wisst, wie ich meine. So, was gibt's denn jetzt Neues? Weltstrecken ist jetzt offen. Okay, ich kann jetzt also Rennen fahren, endlich mal. Das ist ja schon mal ein guter Einstieg. Ich würde nämlich wesentlich gerne in der ersten Folge gewesen ein Rennen noch fahren. Präsentationsraum ist jetzt offen. Okay. Ah, okay. Ja, hat er gesagt, mit dem wunderbaren Pfeil oder diesem Wegweiser da oben drauf sehen wir, wo wir eben die jeweiligen Autos für unser Menü bekommen können. Das klingt so, als würde ich Zutaten für ein Restaurant sammeln. Na gut. Wir gehen mal kurz in den Präsentationsraum, bevor wir da reingehen. Schau mal ganz kurz, da können wir uns Replays und so anschauen. Ne? Ja, genau. Ja, Folgen, ja. Objekte, verfügbare Objekte. Hier können wir dann auch Designs und so, glaube ich, raussuchen. Also wenn irgendwelche Leute Designs machen, dies, das, kann man das ja alles hier einschauen. Aber das machen wir jetzt nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Weltstrecken, weil wir wollen ja fahren. Treten Sie auf Rennstrecken auf der ganzen Welt an. Ich will mal ganz kurz nochmal die Optionen, mal kurz die Fahrhilfen mal reinschauen. Ist das hier? Aber Einheit ist richtig, ne? Kilometer. Ja, okay, dann hat er KWPS auf jeden Fall vermischt dabei. Okay, die Einstellung, die Schwierigkeitseinstellung stelle ich vom Rennen anscheinend ein. Okay, wir gehen mal rein, egal. Ich wollte mal kurz nochmal nachschauen, was da denn so eingestellt ist. So, wir gehen auf die Weltstrecken. Ja, wir haben Amerika, Europa und Asien, Ozeanien, aber wir müssen auch Europa und Asien, Ozeanien, um unsere wunderbaren anderen Fahrzeuge zu kommen, weil da sind die Verstecken. Ich würde mal sagen, wir gehen mal nach Europa, da gehen wir mal rein. Und das Rennen, was wir fahren sollen, ist auf dem Autodromo Lago Maggiore. Sunday Cup fahren wir da, LP ohne Limit, also Sunday Cup steht hinter mir, warte, ich zeig's euch gerade. Plopp, Sunday Cup, wunderbar. Weltstreckentrophäe Gruppe 3 gibt's da auch noch. Aber wir sind noch keine Gruppe 3, bzw. haben wir noch keinen 27er Score, davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Gut, ja, das ist nämlich die andere Karte, die wir fahren können. Maximal Belohnung gibt es 75.000, aber wir haben noch kein Gruppe 3 Fahrzeug. Und das ist auch 2 von 5 Chilischoten, liebe Leute. 2 von 5 Chilischoten. Streckenerfahrung, Treffpunkt. Ah, okay, kann man noch verschiedene andere Eventtypen dafür auswählen, aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Sunday Cup rein, ganz klassisch. Fahrzeugeinstellung, Vorderreifen, da können wir noch ändern, können wir nicht ändern, okay, vergesst das, detaillierte Einstellung, gut, das geht da, wunderbar, Fahrzeuge der Hauptrivalen, okay, ich würde mal sagen, 8 Leute treten an, auf Platz 1 gibt es 5.000, das ist nicht viel, wenn wir gemerkt haben, dass der Wagen hier schon über 20.000 kostet, aber na gut, und wir bekommen den Fit Hybrid, wenn wir Platz 3 oder höher in der Meisterschaft werden. Da würde ich mal sagen, Attacke für unser erstes Auto auf diesem wunderbaren Menü, wir starten natürlich auf Platz, auf dem letzten Platz, wie sich das für ein Gran Turismo gehört. So, Fahrhilfeinstellung, da können wir mal ganz kurz gucken. Traktionskontrolle ist auf 3 von 5. Wir machen es mal auf eine 2, würde ich mal sagen. Aber erst für Standard lassen wir Autopilot aus. Kurvenmarkierung machen wir mal. Da hat er so ein Pylone oder so ein Logo da stehen, damit weiß, wo du hin muss. Bremsanzeige aus, Bremsbereich aus. Auto nach verlassener Strecke ersetzen. Nein, aktive Stelle hinterher. Gegenlenke schwach, ich würde mal sagen schwach. Okay, wir machen das mal so. Das sollte soweit alles funktionieren, da bin ich happy. Und Kontrolleinstellung lassen wir einfach so, wie es ist. Und ja, würde ich mal sagen, gehen wir rein in unser erstes Rennen in Gran Turismo Sport hier. Schön klassisch mit einem kleinen Hatchback. Ab geht die Post. Obwohl, was ich gerade vergessen habe, kann ich irgendwie auch... Warte mal, wo war denn jetzt? Ach, der Automatik. Dankeschön, ich wollte manuell. Danke. Und jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, was die Tastenzuweisung ist, weil ich hätte gerne... Schalten ist... Da hätte ich aber gerne hochschalten. Da hätte ich runterschalten und dann hätte ich hier gerne die Handbremse. So, damit bin ich hier wunderbar happy. Dankeschön für Ihre Mitarbeit. So, jetzt habe ich mein klassisches Setup, damit komme ich klar. So, wir fahren mal unser erstes kleines Rennen. Ja, wie gesagt, ich mit dem Controller unterwegs, also dementsprechend ein bisschen anderes Herangehens, ein bisschen anderer Handgewehr. Und ihr seht auch diese Punkte außen, die natürlich uns andeuten, wo eben die Ideallinie ist, die ich gerade maximal verfehlt habe. Natürlich fahren wir einen Mazda Demio, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das sportlichste Auto überhaupt. Ihr seht schon, leichtes Wanken im Fahrwerk ist am Start. Aber grafisch, vor allem in der Cockperspektive, sieht das Ding sehr, sehr geil aus. Und ich weiß noch nicht, in welcher Perspektive ich das Spiel am meisten spielen werde. Ich glaube, es wird sehr viel Cockperspektive sein, weil die Cockperspektive sei da optisch sehr gut aussehen. Da ziehen wir mal außen vorbei hier. Da wird einfach mal vorbeigedrängt. Easy going. Sieht mich in der Cockperspektive sehr, sehr schön aus, vor allem die ganzen Reflexionen. Und ich finde krass, dass der Mazda 2 einfach ein fucking Head-Up-Display hat. Like, what the fuck? Und ich muss halt wirklich sagen, die adaptiven Trigger vom PlayStation-Controller, das ist wirklich ein wildes Gefühl, weil du hast wirklich, wenn du bremst,
merkst du halt wirklich, wie du Druck aufbauen musst. Also der Controller, der Trigger ist nicht einfach locker, sondern wenn du in die Eisen steigst, musst du auch wirklich bei der Bremse richtig Druck aufbauen. Und das fühlt sich richtig geil an, muss ich sagen. Also ich bin echt positiv überrascht, wie gut der Controller sich hier bei wie bei Gran Turismo 7 einschmiegt. Ich finde, man hat ein sehr, sehr gutes Gefühl auf der Bremse. Ja, Mazda-Tänzer oder bei uns Mazda 6 vorbei. Einmal innen durch oder komplett verkackt. Wunderbar. Ich muss mich daran gewöhnen, dass wir Mazda 2 fahren und keinen Rennwagen. Kommt noch. So, einmal hier rum. Wunderschön. Ich weiß noch nicht, welche Perspektive wir hier fahren werden. Ich muss sagen, bei der Kameraperspektive muss ich nochmal gucken. Man kann die ja ein bisschen einstellen, dass sie ein bisschen aktiver ist. Das ist immer so ein bisschen bei Gran Turismo mein einziges Problem gewesen, dass die Third-Person-Kamera immer so ein bisschen steif in dem Auto war. Und ich mag, wenn die so ein bisschen actionhaft mitgeht. Da müssen wir einfach mal gucken, welche Herangehensweise wir da am Ende wählen. Weil ich möchte die Autos ja auch sehen. Uiuiui, da war ich ein bisschen sehr spät dran. Aber ich bin auch ehrlich, ich mag auch gerne Cockpit fahren. Aber wir gucken mal, ich glaub, wir machen einfach eine schöne Mischung. Wir können ja in jedem Rennen einfach mal wählen. Ja, wir können in jedem Rennen einfach mal wählen. Aber es ist so schön schleunig, ne? Wir haben mal keinen Rennwagen direkt, sondern wir fahren einfach mit einem Mazda 2 Grad ein klassisches Sunday Cup Rennen. Und das gewinnen wir auch. Easy. Ah, das Gran Turismo erleben. Es ist schon wieder da. Das Gran Turismo Gefühl ist vollkommen da, ich sage es euch. So. Da kann man sich schon mal freuen. Der Hans-Device ist auf jeden Fall notwendig in dem Auto. Bonus. Fehlerfreies Rennen. Ui, nice. Credits gibt es auch nochmal. Tägliches Training gibt es wie bei Gran Turismo Sport auch, wo man eben ja, Kilometer sammelt und dann Belohnungen dafür bekommt, unter anderem. Und da haben wir unser erstes Auto des Menüs bekommen. Wunderbar, den Honda Fit Hybrid. Sie haben ein Menübuch angegeben, das Auto erworben. Erworben würde ich jetzt nicht sagen, ich habe es geschenkt bekommen. Und wir haben bald auch die nächste Sammlerstufe. Wenn wir das nächste Kfz geholt haben, gibt es eine schöne Sammlerstufe. Ja, hier eine schöne Replay. Können wir das auch speichern irgendwie? Ich guck gerade mal. Ne, ich glaube, ich weiß jetzt gerade nicht wo. Ja, wir gehen mal raus. Aber ich kann es sicher irgendwie speichern. Das ging vorher nämlich auch. Da, Wiederholung. Ja, wunderbar. Wiederholung. Speichern. Das ist so ein geiles Feature. Content Creator der Welt lieben das, weil du kannst nachträglich noch Thumbnails erstellen. Das ist magnifik. Ich werde natürlich jetzt bei der ersten Folge kein Mazda 12 Thumbnail ballern, aber ihr wisst, was ich meine. So, den haben wir geschafft, den Cup, würde ich mal sagen. Wir gehen mal zurück, weil wir müssen jetzt nach Asien, weil da ist unser letztes Fahrzeug. Wir sind hier auf den Broadband Raceway in Japan. In Japan. Und da kriegen wir den Toyota, würde ich mal sagen. Den gehen wir nämlich rein. Wir können auch unser Fahrzeug jetzt wechseln, weil wir haben jetzt theoretisch ja den Honda Fit Hybrid und er hat mehr Leistung, Leute. Den nehmen wir doch einfach mal. Komm, einfach mal. Man muss auch mal ein bisschen riskant gehen. 140 PS, pure Leistung. Wir kriegen den Toyota Aqua S. Hier zwei Routen auf diesem wunderbaren Racetrack und wir gehen mal rein. Was sehr positiv ist, die Ladezeiten, mashallah, die sind wirklich kurz. Also man merkt den Vorteil der PS5. Wenn ich überlege, die Ladezeiten waren vorher mal ein bisschen gerne länger, auf, vor allem auf für die Strecken. Innen rein. Boah, schön außenrum vorbei. Ja, hier, guck mal. Hier kommt der Fahrskill einfach raus, ich sag's euch. Da kannst du auch nichts machen. Aber erstmal so schöne Kleinwagen über so ein halbes Oval drüber prügeln, da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Alter, das Fahrwerkverhalten ist aber schon geil gemacht, ey. Also der Wagen wankt auch so, wie ich es ihm glaubwürdig abkaufen würde in echt. Dass das Ding halt butterweich ist. Damit Omi das Ding auch mit 100 Sachen über den Bordsteinkante ballern kann, ohne dass der Wagen gleich dran verreckt. So ungefähr. Platz 3 haben wir hier einen schönen Prius G eingeholt. Wunderschönes Kfz. Das ist noch richtige Handwerkskunst. So, auf Platz 1 und 2 haben wir schön Mazda Armada. Aber wir kommen jetzt angeflogen. Jetzt heißt es gleich hier schön reinankern. So, Bremspunkt treffen. Und innen durch angelehnt. Ah, war gar keine Mazda, war ein Honda Fit, aber easy going. Schön mit unserem Markenkollegen mal angelehnt hier, ne? Das nennt sich Teamplay oder so, oder ich habe da auch keine Ahnung. Schön hier vorbei, yes sir, come on. Schön hier an der Mauer lang. Ich lasse das gerade rasanter wirken als es ist, aber es ist ein Honda Fit, ne? Es ist eine paar bullenlangsame Karre, aber es macht leider trotzdem Spaß. Also nicht leider, es macht Gott sei Dank Spaß. Die machen ja alles richtig, wenn das hier Spaß macht. Guck mal hier, da haben wir das erste Menü schon abgeschlossen, ne? Ich bin da in den Restaurants nicht so der Genießer. Ich lasse mir da nicht so viel Zeit. Da wird ram, bam, bam. Da wird hier einfach durchgegessen. Ihr wisst, wie ich meine. Ne? Ihr wisst, wie ich meine. Wunderschön. Ja, sehr gut. Ja, da gibt es hier wieder den Sieg. Natürlich hier Sunday Cup. Auch auf der Strecke gewonnen. Wunderschön. 7.500 Credits. Ein paar Kilometer sind wir auch gefahren. Tägliches Training freut sich. Ne? Wunderschön. Und da haben wir das dritte Auto des Menü. Den wunderbaren Toyota Aqua SS. Steht Klassiker für Sport.
So, und dann haben wir die Sammlerstufe 2 erreicht. Nice. Stufenaufstieg, Sammlerstufe. Weiter. Gibt's dafür irgendwas Cooles? Ich weiß nicht. Oder ist das einfach nur, dass die Leute wissen, dass ich scheißen viel Kohle in Autos versenkt habe? Ich weiß es nicht. Sagt's mir. Ich kann's euch nicht sagen, Leute. Ich speichere mal alle Wiederholungen, weil ich will auch mal rausfinden, wie viele ich speichern kann, ab wann das Spiel mir sagt, vielleicht löscht du jetzt mal wieder ein paar. Mal gucken, wann die PS5 sagt, reicht mir dann jetzt auch. Wir werden diesen Punkt ausreizen. So, gehen Sie zurück ins Café. Okay, werden wir machen natürlich. Wunderschön. Einmal zurück auf die KT und dann zurück ins Café. Also es ist schon ein sexy Bildchen, ne, mit den drei, ne? Also, das kann man sich auch mal an eine Wand hängen, ne? Das kann man auch übers Bett hängen, wenn man eigentlich sagt. Japanisch Kleinwagen abgeschlossen. Hey, herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft, alle drei Autos zu bekommen. Damit ist diese Sammlung also komplett und ich kann Ihnen einige Geschichten über diese Autos erzählen. Darüber gibt es Geschichten? Na gut, wir reden später weiter. Sehen wir uns diese Autos genau an, hören wir uns an, was Luca über sie weiß. Gut zuhören, das wird Ihr Wissen vertiefen und zu neuen Entdeckungen führen. Ich weiß nicht, welche Verdickung ich bei der Mazda Demio brauche, aber ich meine, ich lasse ihm das. Ein Sternroulette-Ticket fürs Abschließen Ihres Menüs. Sie haben ein Ticket. Lizenzhändler, ein Pavillon ist jetzt verfügbar. Oh, wir können die Lizenztests machen. Oh, das wird meine Nerven strapazieren. Okay, Luca hat was zu erzählen. Menübuch Nummer 1, japanische Kleinwagen. Das ist schon schön. So, Luca, was hast du denn? Der Begriff Kleinwagen erklärt sich von selbst. Das sind Autos mit kürzeren Radständen und kleineren Innenräumen. Fahrneulinge mögen sie, da sie leicht zu handhaben und sich toll für den täglichen Gebrauch eignen und vor allem günstig sind. Japanische Kleinwagen sind berühmt für ihre technische Leistung. Wie der Dieselmotor an diesem Demio, der vierten Generation. Er geht an eins von Mazdas Meisterwerk. Außerdem der Honda Fit Hybrid, der dritten Generation. Das seinerzeit halbstoff effizienteste Auto Japans. Und schließlich der Toyota Aqua, noch ein Hybrid, der eine hohe Kraftstoffeffizienz und ein tolles Handling mitbringt. Wie Sie sehen, haben es viele Kleinwagen geschafft, zu absoluten Klassikern zu werden. Das ist schon ein geiles Bild, jetzt mal ehrlich, das sieht schon cool aus. Also ich meine, wir reden hier gerade über Kleinwagen, die mir nicht mehr am Arsch vorbeigehen könnten, aber... Aber das genau ist Gran Turismo. Genau das hier ist Gran Turismo. Das kann kein... Also du kannst mir sagen, was du willst. Es kann kein anderes Rennspiel, kann das. Es ist, wie es ist. Na gut. Menübuch Nummer 2. Stellen Sie, können im Lizenzcenter auf die Probe. Neues Menübuch erhalten. Na gut, wir gehen ins Menübuch. Was haben wir denn da Schöne? Suchen Sie das Lizenzcenter und schauen Sie, ob Sie die B1-Lizenz erwerben können. Mehr erfahren. Für dieses Menü müssen Sie keine neuen Autos sammeln. Stattdessen möchte ich, dass Sie das Lizenzcenter ansehen. Indem Sie Lizenzen im Lizenzcenter erwerben, können Sie Fähigkeiten verbessern, wenn Sie Probleme haben. Ich habe Probleme, aber die lassen sich damit nicht bewältigen. Und als selbstbewusster Fahrer können Sie versuchen, eine Herausforderung Gold zu erreichen. Beginnen Sie, indem Sie in der ersten Herausforderung Bronze in der National B-Lizenz erhalten. Sobald Sie Bronze in dieser Tasche haben, kommen Sie zurück und berichten es mir. Ich glaube, Luca schickt mich einfach quer durch die Welt. Na gut. Stellen Sie, können im Lizenzcenter auf die Probe. Ich krieg bei dem kein Essen. Der schickt mir aber nur die Weltgeschichte, Alter. Ich werde verhungern. Luca ist ein ganz schlechter Gastgeber. Ich möchte dem Mann nichts vorwerfen, aber er ist ein schlechter Gastgeber. Aber na gut. Wenn er meint. Lizenzhändler ist jetzt offen. Na gut, dann gehen wir nochmal. Wir haben in der Garage, wir haben neue Kfz bekommen, ne? Ja, ist ein bisschen was da hinzugekommen. Da können wir ja gerade mal reinschauen. Ja, ich habe auch ein Geschenk bekommen, das würde ich jetzt gerne nochmal drehen. Ich kann nicht suchen, oder? Gibt es eine Suchoption? Es gibt nur Hersteller, Modelljahr, Fahrzeugklasse. Schade. Weil ich würde jetzt gerne hier suchen, aber ich wüsste nicht, wie. Ne, es gibt keine Suchfunktion. Okay. Dann gehen wir mal gerade einfach kurz runter. Da sind die anderen beiden, der Fit Hybrid und hier der Toyota Aqua S. Ich möchte die einfach abgehakt haben. Ich hasse, wenn irgendwo eine 1 dranhängt. So, Geschenke. Für das Abschließen eines Menüs. Ja, wir machen es mal auf. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Kriegen wir jetzt ein Auto oder sowas? Das wäre natürlich... Oh, nee. Oh, ich will den... Gib mir den Nissan. Scheiß auf die Kohle. Obwohl die... Nee, ich will den Nissan. Oder das Fahrwerk. Nee. Da steht da so ein schöner getunter 350Z rum. Und ich krieg ein Fahrwerk, Alter. Ich raste aus. Höhenverstellbar, Sportaufhängung, komplettes Fahrzeug, Renault Megane RS Trophy von 2011. Unverbindliche Preisempfehlung. Ja, genau, moin. Sie haben ein Tuning-Teil. Es wurde im Abschnitt Tuning-Teil in Ihrer Garage gelagert. Ich hätte rein theoretisch einen Nissan gewinnen können, aber habe jetzt... ein, ja, Fahrwerk für den Megane S. Ja, okay, gut. Wir können es auch nicht verkaufen, wir können es nur entfernen, aber das machen wir natürlich nicht. Schade. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen zumindest Ende der Folge noch in den Lizenztest mal rein. Da schauen wir auf jeden Fall nochmal, machen wir nochmal einen kleinen Blick rein, würde ich mal behaupten. Das ist das Lizenzcenter. Ui, das ist aber auch wieder geil gemacht, Alter, mein Gott. An diesem Ort können Sie die Fahrtechniken, die Sie benötigen, um Fahrzeuge unter Kontrolle zu halten und erwerben die Lizenzen, die Ihre Fähigkeiten betätigen. Irgendwas habe ich gerade den Satz falsch vorgelesen, das war grammatikalisch falsch. Mit jeder bestandenen Prüfung erlernen Sie diverse Fahrtechniken und werden stärker und schneller. Hier können Sie auch testen, wie sehr sich Ihre Fähigkeiten verbessert haben.
Trainiere hier, um in dieser Welt schneller und stärker zu werden. Das ist wie eine Pokémon-Kampfarena, wenn man es ehrlich ist. Na gut. Hallo Daniel, willkommen im Lizenzzentrum. Ich bin Daniel Solis, Ihr Coach für die Daniel B-Lizenz. Außerdem bin ich ein Gran Turismo-Fahrer aus der Region Nordamerika. Ja, das sind nämlich teilweise eben Fahrer der Gran Turismo-Meisterschaft, die jetzt hier als Gesichter hinzugefügt worden sind. Was sehr cool ist, wenn du da also was erreicht hast, bist du im Gran Turismo verewigt. Ich glaube, das ist schon eine sehr geile Sache, würde ich behaupten. Na gut, Sie können Ihre Fahrkünste verfeinern, angefangen mit den Grundlagen wie Fahren, Lenken und Anhalten. Kommen Sie, wir probieren es aus. Ja, wir können das Tutorial machen, aber das Tutorial schenke ich mir jetzt mal. Wir gehen einfach mal rein in... wir sollen ja B1 schaffen, B1 sollen wir schaffen. Ui, sind aber schöne, viele Fahrzeuge dabei. Ui, der aktuelle GR86 unter anderem. Ah, nice. Okay, wir gehen mal rein in den ersten Test. Demio starten und anhalten ist die Aufgabe. Ja, das klingt erstmal einfach, aber starten und anhalten klingt zu einfach. B1 heißt starten und anhalten 1. Wir müssen von der Linie wegbeschleunigen und den Zielbereich stoppen. Ganz ruhig, fahren Sie einfach weiter geradeaus und suchen Sie sich etwas am Streckenrand aus, das Ihnen als Hinweis zum Bremsen dient. Und wenn Sie diesen Punkt erreichen, streichen Sie in die Eisen, bis Sie zum Stehen kommen. Alles klar, dann mal los. Ja gut, wir können das Ganze demonstrieren lassen, aber ich glaube, starten und bremsen, die werde ich jetzt im ersten Anlauf vollkommen verkacken, wie bei jedem Gran Turismo, weil ich komplett die Bremspunkte verschätze bei dem Mazda Demio, aber na gut. So, oh, klassische Lizenztests. Wie habe ich sie vermisst? Also sie werden ja später noch schwerer und anspruchsvoller. Momentan ist einfach nur so, fahr dein Auto geradeaus. So, ich will mal gucken. Hier, ja, wenn ich hier schon bremse, ist es zu früh, oder? Oh, es war Gold. Es war genau richtig. Hey, so gut zu Gold. Das war ziemlich genial. Absolut perfekt. Ich danke. Niemand hat so gut gebremst wie ich jemals zuvor. Ich bin ein verdammt guter Bremser. Ich bremse vor allem Leute sehr gut aus, muss ich sagen. Das kann ich auch sehr gut. Der Text, den ich nochmal anholen kann? Ah, okay. Gut, das haben wir geschafft. Gibt erstmal wieder ein bisschen Cash. Ein paar Kilometer. Gut, 400 Meter, um genau zu sein. Nicht ein paar Kilometer, es gibt 400 Meter. Und wir haben ein neues Auto bekommen. Eigentlich. Ja, dann gehen Sie zurück ins Café. Ja, wir machen die Lizenz jetzt natürlich weiter, aber das machen wir, denke ich mal, dann in der nächsten Folge. Wir wollten jetzt erstmal nur die Aufgabe abschließen hier für den netten Luca, der hat gesagt, fahr mal ein kleines Mama hier, gib mal Gasbremsen. Gut gemacht, Sie haben auf meinen Rat gehört. Ich nehme an, Sie haben bereits Daniel Solis und die anderen Ausbilder im Lizenzcenter kennengelernt. Ne, nur einen bisher, aber ist okay. Sie nehmen alle an den Gran Turismo Championships teil. Daniel zum Beispiel, der Ausbilder für die National B-Lizenz, vertritt die USA. Sie können die Ausbilder auf Gran Turismo Live in Aktion sehen. Jetzt sollte ich Ihnen besser Ihre Belohnung überreichen, greifen Sie nur zu. Oh, Weltstrecken, Goodwood. Eine Weltstrecken-Rennstrecke ist jetzt verfügbar. Oh, Goodwood ist nice, okay. Brands Hatch, auch geil. Und Nummer 3, Sammlung europäische Kleinwagen-Klassiker. Ui, wir haben ein neues Menübuch, ja. Die, sagen wir mal so, diese Menübücher, du kannst ja auch alles anderes machen, aber die Menübücher sind so ein bisschen der Leitfaden fürs Spiel durch. Da kannst du dir so ein bisschen dran herhangeln, dass du dir eine Autosammlung auch effektiv erweiterst, weil du ja auch Autos geschenkt bekommst und nicht nur kaufen musst. Gut. Ui, Mini Fiat 500F, Mini Cooper S und Volkswagen Towns More, also VW Käfer. Okay. Wir schalten den High-Speed-Ring frei und kriegen Roulette-Ticket. Das Ticket ist geil. Mein Plan ist dieses Mal, dass die klassische europäische Kleinwagen sammeln. Alle drei Fahrzeuge wurden in den 1960er Jahren in Europa gebaut und sind bis heute äußerst beliebt. Ein Teil ihres Charmes beruht auf ihrem Interieur, das ganz anders als bei den Hightech-Autos von heute. Viel Glück da draußen, ich werde sie anfeuern. Ja, dann nehmen wir doch einfach mal mit. Das nehmen wir doch mal mit. Ich muss sagen, ich mag die Kaffeeaufgaben, weil die, wie gesagt, einem so ein bisschen den roten Faden geben. Weil an sich kannst du sonst gönnen, du musst mal einfach nur, leg drauf los, viel Spaß damit. Ich fahr da mal los ins Abenteuer, ne? Ja, ganz wild wird das jetzt hier. Uiuiui, mit meinem Honda Fit. Boah, ich krieg mich kaum im Griff gehalten da hinten. Ja, manchmal ist Leistung schwierig, Leute. Da musst du umgehen können mit. Kann ich nicht. Kann ich absolut nicht. Das ist absolut schwierig für mich. So, aber ich würde sagen, um die Sachen kümmern wir uns nächstes Mal. Ich bin überlegen, stürzen wir uns nächste Folge mal ein bisschen in die Lizenztests. So ein bisschen klassisch. Ein bisschen Lizenzen machen und dann Weltstrecken. Bei Weltstrecken, wir können ja mal gucken. Ich weiß noch nicht, Wobei das so angehen, weil wir haben in Europa, wo geht's denn da weiter? Und das nächste Mal ist Goodwood. Goodwood und Brands Hatch. Die sind alle drei auf diesen wunderbaren Strecken verteilt. Ja, wir schauen mal. Vielleicht fahren wir auch nächstes Mal einfach ein paar Rennen. Und gehen danach die Lizenzen an. Ich muss mal gucken. Ich werde mal schauen, welche Reihenfolge das angehen. Für die erste Folge soll es auf jeden Fall gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben drüber freuen. Und wir sind im nächsten Video wieder bei Gran Turismo 7 wieder. Ich bin heiß. Ich hoffe, ihr seid heiß. Wir sind alle sehr heiß. Wir sind absolut heiße Typen und Frauen und alles andere. Also wir sind heiß einfach. Sagen wir mal, wie es ist. Ja, ich werde raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.